Schönen nach, na, Abend, 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 Abend. Schönen Abend. Das hier ist Suchen und Ersetzen mit Regular Expressions. Einsteiger. Wir reden hier wirklich Basics. Es wird kein großer Voodoo passieren, es werden keine großen Geheimnisse verraten. Wem es zu langweilig wird, wem es zu einfach ist, er, sie möge gehen. Danke, sonst verfalle ich wieder in das Er hinein. Finde ich sehr gut. Nebenan ist Continuous Delivery und oben ist Bau dir einen Tor-Relay. Also wer noch jetzt, nein, noch immer nicht, noch immer ein paar Leute da, sehr fürchterlich. Einschalten, dann funktioniert es auch. Funktioniert. Mein Name ist Martin Leider, auf Twitter @Leider. Mittlerweile das vierte, fünfte Jahr bei den Linux-Wochen als Vortragenden dabei. Ich weiß nicht, warum sie mich immer wieder lassen. Ich verstehe es nicht. Ich tue eh alles dagegen. Mehr Jahre in der IT, als ich zählen kann. Regular Expressions jetzt auch schon 20 Jahre oder so irgendwie begleiten die mich in meinem Leben. Und letztes Jahr hat irgendwer gemeint, ich muss einen Regex-Talk machen. Also habe ich den heuer eingereicht und sie haben ihn auch genommen. Wieder mehr Arbeit für mich. Zwei organisatorische Punkte. Punkt 1. Die Person, deren Handy läutet, zahlt eine Runde für die Anwesenden. Das ist heute relativ günstig. Ich habe meine Handys... Das ist einmal einem Bekannten von mir passiert, der hat auch die Regel verwendet, wurde prompt auf der Bühne angerufen und durfte für 250 Leute ein Bier zahlen. Wie gesagt, wessen Handy läutet, zahlt nachher draußen eine Runde. Zweites, falls wer twittern möchte, offizieller Hashtag der Linux-Wochen ist LWW14. Es geht aber auch WTF-Zomk oder Regex oder ähnliche Hashtags werden auch alle angenommen. Regular Expressions haben einen relativ schlechten Ruf. Es gibt das Übliche so, ich hatte ein Problem, dann habe ich Regex darauf angewendet, jetzt habe ich zwei Probleme. Sind so die üblichen Reaktionen von Regex, ja, das ist so dieser Line-Noise, den ich dann immer irgendwo am Bildschirm sehe. So. Kommt natürlich auch daher, Perl ist mit Regular Expressions groß geworden, ist auch verschrien, ist eher unlesbar. Ich versuche ein bisschen aufzuräumen mit dem Ganzen heute. Es ist, wenn man sich einmal ein bisschen damit beschäftigt, nicht so schwer und es ist unheimlich praktisch. Also gerade wenn man viel oder öfter mit Text zu tun hat, und ich glaube, das hat jeder, der mit IT zu tun hat, muss irgendwann durch Logs durch, muss durch Texte durch, irgendwas suchen, irgendwas finden, irgendwas ersetzen. Also ich arbeite in einem großen IT-Unternehmen mit drei Buchstaben. Die Produktnamen ändern sich zum Teil quartalsweise. Da ist also Suchen und Ersetzen mit Regular Expressions manchmal nicht unpraktisch. Wofür kann ich es verwenden? Ich kann es zum Beispiel verwenden, um mir jetzt aus einem Atom-Feed, das ist der von der FutureZone, habe ich extra die URL draufgegeben auf die Slide, weil jetzt die FutureZone versteckt die URL und publiziert sie nicht. Den Atom Feed der FutureZone und ich hätte jetzt gern alle Links draußen. Kann man jetzt natürlich irgendwie anfangen, alles in den Editor reinladen. Oder ich lasse das Ganze einfach durch ein kurzes Grep durchlaufen und habe dann eine schöne Liste der URLs, die man dann weiter verarbeiten kann. Da habe ich gerade ein Projekt am Laufen, da werde ich hoffentlich nächstes Jahr dann was dazu erzählen können, wozu man das brauchen kann. Aber mit einer ganz relativ kurzen, einfachen Zeile kann man schon relativ viel mit Regex machen. Anwendungsfälle, ganz klar, suchen und ersetzen, Dateien umformatieren, es soll ja Leute geben, die laden sich so Serien oder so irgendwie aus dem Internet herunter, die Serienfiles sind dann irgendwie schlecht beschriftet, das hat alles kein Gesicht und schaut nicht ordentlich aus, eine kurze Regex und die Dateien heißen alle schön gleich und sind sauber formatiert, ganz super Sache. Listen zu Tabellen, alles, was irgendwie mit Text zu tun hat, URLs, Text, Muster, alles, was irgendwie, das werden wir heute noch öfter sehen, Muster erkennen, Muster finden, Muster ersetzen, ist eigentlich Thema von Regex. Ich habe das URL, HTML und Text, ich habe das HTML absichtlich kleingeschrieben, warum, werdet ihr dann hoffentlich auch noch bald erfahren. Nicht nur suchen und ersetzen, suchen auch löschen. Ist sehr praktisch manchmal.
Und natürlich die allerseits geliebte Validierung von Eingaben. Wer programmiert, weiß, never trust the user. Alles, was der User eingegeben hat, müssen wir filtern, müssen wir ausputzen. SQL-Injections, JavaScript, Cross-Site-Scripting etc. Auch da kann man Regular Expressions gut einsetzen. Wo wir es wahrscheinlich meistens oder öfters sehen, ist Mail-Adressen-Validierung auf Webseiten. Die funktioniert mal besser oder mal schlechter. Kommen wir dann nachher auch noch einmal ein bisschen genauer darauf zu sprechen. Ja. Anderes Beispiel, ich betreibe ein kleines Blog. Das Blog ist read-only, also da kann man kaum posten. Deswegen ist es immer recht lustig, einmal mit einem Grep schnell zu schauen, was passiert denn da so? Und da sieht man dann, dass auf meinem Perl-statischen HTML-generierten Seiten irgendwelche Gnome immer versuchen, irgendwas mit einer Index.php hochzuladen. Also auch das ist schon, auch das ist eigentlich schon, wenn man es genau nimmt, eine Regular Expression. Also Post, ein Wort, nicht sonderlich schwer. So auf dem Level bewegen wir uns Wörter, Zahlen, Buchstaben. Also ich glaube, da können wir, sind wir alle safe, oder? Das ist. Das Schöne an den Regular Expressions ist auch, ich habe vorhin schon Perl erwähnt, man ist mit diesen Regular Expressions eigentlich nicht an eine bestimmte Sprache gebunden. Im Jahr 2014 ist es so, dass sogar mittlerweile die Microsoft-Sprachen und Microsoft-Tools größtenteils Regular Expressions unterstützen. Aber wir haben natürlich den Perl-Abkömmling PHP, der unterstützt Regular Expressions. Also das hier wäre die Regular Expression oder das hier. Ich wage jetzt einmal zu behaupten, am Ende des Abends könnt ihr das lesen, und also nicht nur lesen, das geht jetzt auch schon hoffentlich, aber auch verstehen. Wenn nicht, gibt es nachher noch eine Privatschulung von mir, aber das bringen wir hin heute. Das Ganze funktioniert nicht auch in der Hipstersprache JavaScript, also die jungen Leute heutzutage haben auch die Möglichkeit mit Regular Expressions zu arbeiten, schauen jetzt auch nicht viel anders aus, also ihr seht schon, es zieht sich so durch alle Sprachen mehr oder weniger durch, was Regular Expressions betrifft. Das schaut alles immer ähnlich aus, ist immer sehr, nicht gleich, aber sehr, sehr ähnlich. Ruby auch so, ja, angeblich mittlerweile auch sehr beliebt. Auch wieder ähnlich, was haben wir noch? Haben wir noch was? Ich habe noch was. Sogar, wie gesagt, jetzt sind wir wieder bei Microsoft. Microsoft schafft es mittlerweile, man braucht zwar noch eine zusätzliche Library, aber auch dann kann ich mit Regular Expressions schon suchen. Darf natürlich auch nicht fehlen, wie man sieht, Java, da braucht man schon einmal ein bisschen mehr Klammern und ein bisschen mehr Text. Aber im Prinzip habe ich dann auch wieder meine Regular Expressions, wie ich gewohnt bin. Die zwei Backslashes sind dem String geschuldet, damit er dann am Ende eine drinnen hat. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Microsoft Word, es ist, der Peppi hat vorhin mit mir geschimpft, es ist nicht ganz Regular Expressions, aber es ist so regular, so ähnlich, dass man mit dem Wissen von Regular Expressions damit auch arbeiten kann. Also da habe ich ein bisschen geschummelt, aber damit kann ich leben, ich hoffe ihr auch. Es ist, wenn ihr euch mit den Regular Expressions, so wie wir es heute beschäftigen, findet, könnt ihr auch im Word suchen, falls das noch wer verwendet. Und natürlich, die Mutter aller Sprachen, im Perl können wir auch, surprise, surprise, mit Regular Expressions arbeiten. XKCD ist immer wieder eine schöne Quelle an Cartoons zum Thema Regular Expressions. Fasst das zusammen, was ich hier vorhin jetzt eigentlich alles erzählt habe. Ja, mit Regular Expressions geht vieles sehr einfach. Ein paar Dinge gehen, aber sollte man nicht machen, und ein paar Dinge gehen gar nicht. Also, wenn ihr heute rausgeht und sagt, ja, das kann ich mit Regex machen, das sollte ich nicht machen und das will ich nicht machen, dann bin ich schon glücklich und zufrieden und habe mein Lehrziel erreicht. Ich habe es vorhin schon erwähnt, E-Mail-Adressen-Validierung, das ist ein Beispiel von den Grünen, da vermisst die Eva einen Klammeraffen. Das schaut üblicherweise dann, falscher Knopf, so in der Art aus, ich möchte ein paar Zeichen haben, der Punkt fehlt meistens, oder das Plus fehlt meistens bei den meisten Validierungen. Ich möchte ein paar Zeichen haben, gefolgt von einem Klammeraffen, gefolgt von ein paar Zeichen, gefolgt von einem Punkt, der ist Escape, damit es auch wirklich ein Punkt ist, gefolgt von wieder ein paar Zeichen. Wie gesagt, das könnt ihr dann am Ende des Abends auch entschlüsseln. Das ist eine relativ einfache E-Mail-Adressen-Validierung. Das Ganze geht dann zum Beispiel mit Ruby.
Auch noch etwas komplexer. Auch das ist wieder, da haben wir es, die Regular Expressions für den ganzen Sermon, macht aber im Prinzip fast ähnlich. Ja. Ja, also gerade so wie ich es vorhin erwähnt habe, gehen wir nochmal zurück. Das Plus ist für mich irrsinnig praktisch, wenn ich ein Gmail-Account habe, ich habe lyra@gmail.com und ich kann mit Plus sagen, lyra plus linuxwochen@gmail, lyra plus und habe für jeden einen eigenen E-Mail-Account quasi oder eine E-Mail-Adresse und viele Formulare schlucken da aber gerade das Plus nicht und sagen, es gibt mittlerweile sogar eine, habe ich gefunden jetzt im Zuge der Vorbereitung, eine Website, for a simpler E-Mail Validation, die im Prinzip sagen, es muss ein Klammeraffe vorkommen, was links und rechts steht, ist uns wurscht. Das ist so momentan so ein bisschen das Credo. Aber wie gesagt, wenn da zum Beispiel das Plus fällt, schließt man schon wieder ein paar Leute aus. Es ist Pet-Peeve von mir, das ist so, Wie gesagt, es geht dann schon etwas komplexer. Es geht aber auch standardkonform. Da hat sich nämlich jemand die Arbeit gemacht und hat aus der RFC 822, dort ist ja die E-Mail-Adresse in BNF, in Parkus-Nauer-Form definiert, einen Parser geschrieben, der das BNF umsetzt in Regular Expressions, und in eine Regular Expression. Die schaut so aus, und so, so, und so, und so. Also alles eine Regular Expression. Und irgendwann ist die Regular Expression dann auch am Ende. Also ginge, ich würde sagen, einsetzen sollte man es nicht, da fehlen schon die ganzen neuen Domänen, kann das Ding zum Beispiel nicht, also die mehr als drei Buchstaben haben. Aber es ist lustig, also es geht technisch, wie man sagt, weil ich immer sage, warum macht man das? Weil man es kann, aber ob es sinnvoll ist. Die Regular Expression könnt ihr nach dem heutigen Abend nicht sinnverstehend lesen. Also da steige ich dann auch irgendwo aus mit Klammern zählen. Und aber es funktioniert, also wenn man es durchlaufen lässt, tut es. Ein paar Basics, nachdem wir jetzt einmal so kurz gestriffen haben, worum es geht und wo wir sind. Das ganze Zeug, die ganzen Regular Expressions sind eigentlich uralt, kommen ursprünglich aus der Medizin. Und 1956 hat es ein Mathematiker namens Kleene formalisiert. Also wer sich für die ganzen theoretische Informatik und die Mathematik dahinter interessiert, die State Automata etc., nach dem Herrn Kleene suchen und nachlesen. Meine Uni-Zeiten sind schon zu lange vorbei, als dass ich das ohne gröberes Kopfweh noch alles reproduzieren könnte. Daher habe ich das ausgespart für heute. Also das ist entspannend. Was schon wichtig ist, ist der Ken Thompson. Den sollten hoffentlich alle kennen. Auf Unix-Fame. Die älteren Semester hoffentlich schon. Nicken, gut. Der hat nämlich als erster die Regular Expressions in den Editor QED eingebaut, um nach Text suchen zu können und hat dabei, weil das Ganze auf den alten Maschinen PDB 11 und so damals noch relativ langsam war, auch so en passant, oder, beziehungsweise es war noch gar nicht PDF, das war IBM 7094, Timesharing-Maschine, hat damals so en passant auch den Just-in-Time-Compiler quasi, wenn nicht erfunden, zumindest salonfähig gemacht. Also es war der erste Einsatz eines Just-in-Time-Compilers, lange vor JavaScript und Java. Später hat er das dann Ganze auch in den Editor ED eingebaut und von dem kam es dann in grep und von grep kam es dann in die ganzen anderen Tools, die wir heute kennen. Heutzutage haben wir es prinzipiell mit zwei Varianten von Regular Expressions zu tun, so ganz grob. Das sind einerseits die PCRE, die Perl Compatible Regex, die ursprünglich aus dem Exim-Mail-Programm-Projekt gekommen sind. Und die POSIX Regular Expressions, die es dann auch wieder in zwei Flavors gibt, und die sich zum Teil dann in Details unterscheiden, wie etwas interpretiert wird, wofür welche Abkürzung steht. Ich versuche es heute, oder ich werde es auch eigentlich so einhalten, dass ich von Dingen spreche, die überall gleich sind. Das ist auch das Schöne, also mit den meisten kommt man überall durch, wurscht in welcher Sprache ist. Es ist vielleicht einmal statt einem Slash ein Backslash oder eine Pipe oder sonst irgendwas, aber im Prinzip reden wir immer von den gleichen Dingen. Ansonsten ja, suchen und ersetzen, Muster, habe ich jetzt eh schon mehrfach erwähnt. So.
erste Regex. Zwischen den, also üblicherweise schreibt man die Regular Expressions zwischen zwei Schrägstriche oder Slashes. Das ist eine relativ triviale Regex, die sagt einfach, ich möchte ein H gefolgt von einem A, gefolgt von zwei Ls, gefolgt von einem O. Worauf matcht das? Das matcht auf mein Hallo, das matcht aber genauso hier auf den Hallo, weil da habe ich es hier, und das matcht natürlich auch hier, weil ich hier ein Halli-Hallo habe. Worauf es nicht matcht, ist auf ein Halo mit einem L, aber auch nicht auf ein Hallo mit Großbuchstaben. Regular Expressions üblicherweise zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheiden. Man kann ihm das abgewöhnen, indem man dann, je nachdem, ob ich jetzt in Perl, in PHP bin, eine Option angebe, die bei Perl ich zum Beispiel hier hinten dran schreibe, schreibe ich ein kleines i dran, case insensitive, und damit würde er dann das Hallo auch matchen. Und natürlich dieses HTML-Konstrukt würde er in dem Fall auch nicht matchen. Also das soll ich noch, ich glaube, das kommt jeder noch mit, ist noch halbwegs verständlich. Verankern, Teil 1. Ich habe ein Dachl, wer ganz am Anfang auch schon da war, ich habe auf meiner ersten Slide auch gehabt, das Dachl, Beginn 18 Uhr, für nichts anderes steht das Dachl. Am Beginn des Strings muss die nachfolgende Regular Expression aufzufinden sein. Das heißt, Dachl HA ist, ich matche ein Hallo, aber auch einen Hans oder ein Hamburg, aber ich matche zum Beispiel kein OH, weil das H nicht am Anfang des Strings vorkommt. Ich matche auch kein Hallo, weil ich wieder Groß-Kleinschreibung habe. Und beim Schade habe ich zwar auch ein HA, für die es nicht gleich sehen, aber mitten im String, und damit trifft die da oben auch nicht zu. Die Anführungszeichen sind nur da, um den String zu. Die Frage war bezüglich der Anführungszeichen, ja, die gehören nicht zum String, die sind nur dazu da, um den Text quasi zu begrenzen. Danke. Aber ja, hätte ich erwähnen sollen, danke. Gut, nachdem es ein Verankern 1 gibt, wird es vermutlich auch ein Verankern 2 geben, was dann, wie man sich denken kann, auch wieder wie das Ende definiert, sprich ein Dollarzeichen definiert man üblicherweise in einer Regular Expression das Ende eines Strings. Das kann, muss aber nicht das Ende einer Zeile sein. Da sind wir dann schon bei den Dingen, die sich inzwischen in verschiedenen Implementierungen unterscheiden. In dem Fall aber, wenn ich sage HA Dollar, matcht mir mein OH, matcht mir mein Golgotha. Ich hoffe so, dass ich nirgendwo einen Fisch drinnen habe. Das zwar fünfmal durchgecheckt, aber matcht mir mein HH, aber eben kein Hallo, weil da habe ich es am Anfang, da habe ich es auch am Anfang, da habe ich es wieder in der Mitte, matcht mir auch nicht. Ende des Strings, also das, wie gesagt, wenn man zeilenweise einliest, ist es immer das Ende der Zeile oder wo halt der String aufhört. Oder, jetzt kann ich nicht nur auf einzelne Texte suchen, sondern ich kann sagen, DE oder AT oder US oder UK, das sind so die Beispiele, denen in der Programmierung, wenn man sprachspezifische Applikationen schreiben muss, auch ab und zu über den Weg laufen. In dem Fall würde es matchen, wenn im String AT steht, US steht, es würde auch Ukulele matchen, weil da kommt das UK vor, matcht aber zum Beispiel nicht DSU oder USK, also das ist oder. Da ist der Fisch, danke, dann hätten wir das auch erledigt, danke, mitgedacht. Das war der Test, ob ihr alle aufpasst habt. Gut, ja, hätten wir das auch geklärt, ja, also ist, das Beispiel ist absolut korrekt, ja, danke. Gut, so, ich hoffe, das war der einzige Fisch, den wir drinnen haben. Das war jetzt das Oder. Das heißt, jetzt sind wir beim Thema Gruppieren. Wieso schaue ich darauf, wenn ich es da auch habe? Wir sind beim Thema Gruppieren. Gruppieren tue ich mit einer runden Klammer. Das heißt, jede Gruppe wird von einer runden Klammer umschlossen. Das heißt, das hier liest sich dann quasi der String DE oder der String FR, gefolgt von einem Unterstrich, gefolgt vom String Groß DE oder Groß CH. Das heißt, ich match ein DE, ein VDE, ein DECH. Ich habe leider kein AT-Beispiel genommen. Deutschland und Schweiz sind halt praktisch mit den Sprachen.
würde aber eben nicht matchen, zum Beispiel DT, DEAT oder ITCH. Auch noch? Ja, verständlich. Gut. Wir haben, das Schlimmste haben wir schon fast hinter uns. Das Ganze kann man dann natürlich kombinieren. Das heißt, was würde das matchen? Es würde matchen, ah, da habe ich die Rufzeichen nicht rausgelöscht. Gut, das ist die Rufzeichen bitte ignorieren, das war Copy-Paste-Fehler. Ich matche ein EN, ein SK und ein UK. Und ich matche, und da haben wir natürlich auch, aber da stimmt es jetzt, da stimmt es. So. Aber ich matche eben keine Ukulele, weil ich sage nur UK, und zwar am Anfang oder Anfang, UK, Ende, und nichts anderes. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, da ist zu viel runter und da steht es vorne zu viel und da steht danach zu viel, dass das ist das matchen würde. Die Frage, warum die Rufzeichen sind, die Rufzeichen ignorieren, das waren Copy- und Paste-Fehler vom Folien erstellen. Sorry, my mistake. Ah, genau. Hallo, herein, Platz nehmen, wir haben genug Platz. Es geht um Regular Expressions, das ist Regular Expressions. Suchen, ersetzen, gut. könnt Tor auch, na. Jetzt kommen wir von den Gruppen zur Klasse. Die Gruppe war immer ein String oder ein anderer String oder ein anderer String. Bei den Klassen sind wir der Buchstabe oder der Buchstabe oder der Buchstabe. Das heißt, Hallo, also Hi, gefolgt von O oder I oder A. Klassen. Da kann ich dann die Klassen, kann man noch ein bisschen aufblasen und erweitern, aber im Prinzip geht es darum, das oder das oder das. Das heißt, der Ausdruck würde matchen Halli, Hallo, Halla, nicht singen, würde aber nicht matchen Hall, würde nicht matchen Halli, Hallo und nicht, auch nicht Hallö. Okay, Buchstaben, Klassen. Zeitlich gar nicht so schlecht. Klassen gehen nicht nur mit Buchstaben, Klassen kann ich jetzt nicht nur, ich könnte jetzt natürlich aufzählen, A, B, C, wenn ich jetzt alle Buchstaben von A bis Z habe, A, B, C, oder alle Ziffern von 0 bis 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe bei den Klassen auch die Möglichkeit, Bereiche, also Ranges anzugeben. Das ist in dem Fall, sage ich, WW1 gefolgt von einer Ziffer zwischen 1 und 4. Ziffer, zwischen 1 und 4. Könnte jetzt auch 0 bis 9 stehen, oder A bis Z. Geht genauso, mit Buchstaben geht es genauso. Das heißt, in dem Fall würde ich matchen LWW11, LWW12, LWW14, aber nachdem ich nur sage 1 bis 4, matcht es nicht LWW10, LWW16 oder LWW1X. Auch noch? Noch niemand ausgestiegen, keine Köpfe auf die Tischplatte gefallen, alles ist gut. Und jetzt kommen wir dann so in die Gegend, wo langsam dann das Kopfweh anfängt. Da haben wir nämlich eine Doppelbedeutung von dem Dacherl oder Karree, wie es auch so schön heißt. Weil da oben heißt das Karree Anfang des Strings. Das heißt jetzt aber nicht Anfang der Klasse, sondern das heißt, das ist jetzt in dem Fall eine Negation. Das heißt, alles außer. Das heißt, ich habe hier jetzt, ich möchte LWW1 gefolgt von allem außer den Ziffern 1 bis 4. 1, 2, 3, 4. Ziffern, Ziffern. Das heißt, LWW16 wäre in dem Fall korrekt, LWW1X wäre korrekt, LWW1 Paragraph, was auch immer. Das könnte auch ein Emoji sein, irgendein Smiley oder sonst was. Ja, alles okay. Nein, das stimmt nicht. Ja, kommt schon. Aber es würde matchen LWW11, LWW12. Würde es nicht matchen, genau so rum. Eine noch, genau. Jetzt kann man natürlich immer sagen, eckige Klammer 0 bis 9, eckige Klammer zu. Dafür gibt es aber eine Kurzschreibweise, / d, heißt eine Ziffer. Beliebig, 0 bis 9. Das heißt, in dem Fall U/D würde heißen U5, U9, U0, aber nicht UX, UZ oder U3. Auch noch. /D. Gewisse Frage, was bräuchte ich, wenn ich jetzt einen Backslash matchen möchte, was bräuchte ich, was muss ich dann hinschreiben? Genau, zwei Backslashes, also einfach //,
wie eh fast überall üblich, einfach escapen und dann tut das Ding wieder. Die Doppelpunkt-Doppelpunkt-Notation ist die POSIX-Notation. Im Normalfall, also in den Programmiersprachen funktioniert das überall, beim VI funktioniert es, Emacs funktioniert es, grep funktioniert es. Die POSIX wird meistens auch geschluckt. Es ist Geschmackssache. Ich bin halt mit dem groß geworden und bevorzuge das. Es ist auch kürzer. Wie gesagt, POSIX-Notation habe ich, heute eher ausgeklammert, aber ist genauso valide. Also ich möchte da keine Wertung abgeben. Was für Ziffern gilt, gilt auch für Wörter oder Buchstaben. Ich sage mal, Buchstaben sind es nämlich nicht. Es sind im Prinzip Zeichen, die man in Variablennamen verwenden kann, sage ich jetzt ganz salopp. Sprich, Buchstaben von A bis Z, und zwar A bis Z, nicht Ä, Ö, Ü. Buchstaben, Zahlen, Buchstaben, Ziffern, Unterstrich. Ist so das, was bei Slash W gemappt wird, gematcht wird. Ein Zeichen. Falsches. Man soll nicht um 2 in der Früh Folien schreiben. Ja, ein Zeichen. Ich habe die Slides falsch sortiert, weil ich hatte das erst später und habe dann noch einmal umsortiert, weil man gedacht hat, so macht es mehr Sinn und dann passiert genau sowas. Ein Zeichen, also A, E, Underscore, eine Zahl, etc. Ein Zeichen. Nein. Ach, Kinder, bringt es mich nicht durcheinander. Fürchterlich, danke. Nein, Wort. Wir sind schon, das Beispiel ist richtig, der Einwurf ist richtig, ich habe die Frage falsch beantwortet. So, 18 Uhr ist... Aber die vorherige Aussage mit Variablennamen ist auch nicht richtig. Weil ein Variablenname kann normalerweise nicht mit einer Ziffer beginnen. Sondern Variablenname. Ja, ich wollte... Das Beispiel, also es ist ein Wort, bestehend aus einem oder mehreren Buchstaben von A bis Z, Ziffern von 0 bis 9 und einem Unterstrich. Variable mit Unterstrich ist auch immer so eine Geschichte. Warum ich nicht sage, einfach Wort mit beliebigen Buchstaben, weil wir da schon wieder in die Abhängigkeiten der Implementierungen hineinkommen. Bei manchen Implementierungen sind dann die Umlaute zum Beispiel auch dabei, bei manchen nicht. Ich mache dann immer einen kurzen Test, funktioniert es da oder nicht, so einen Teststring mal durchschicken, matcht oder matcht er nicht. Im Zweifelsfall gehe ich davon aus, dass das Ding nur A bis Z, also quasi ASCII. C. Character. Genau. Brauche ich aber so selten, weil dann nimmst du einen Punkt. so ein Zufall. Der Punkt, das ist der Punkt, zu dem ich eigentlich wollte. Ein Punkt steht für ein beliebiges Zeichen mit Ausnahme des Newlines, also Slash N. Alles außer Newline matcht ein Punkt. So einen Punkt kann ich dann natürlich auch mehrere Male verwenden. Das heißt, wie man hier schön sieht, ich matche beliebige Zahlen, beliebige Buchstaben, beliebige sonstige Zeichen mit Ausnahme einer neuen Zeile. Warum matcht man da die Zahlen nicht? Weil es zu viele sind. Ich habe hier 4 Punkte, das sind 5 Ziffern, matcht er nicht. Genauso der Martin ist zu lang, matcht nicht. Und dann, das ist einmal so Charakter, Buchstaben matchen, etc. Ich habe es schon vorhin ein bisschen vorweggenommen. Wir haben dann noch den sogenannten, ich nenne immer den Wurscht-Operator. Sternerl. Ist ein quasi der Multiplikator, man kann sich wie ein Multiplikator vorstellen. Das davor geschriebene Zeichen oder der vorgeschriebene Charakterklasse oder was auch immer, beliebig oft mal, und zwar 0 bis n mal. Ja? Das heißt, slash d ist eine Ziffer, beliebig oft. Das heißt, ich matche auf einen Leerstring, weil beliebig oft heißt auch 0 mal, auf 1 oder eben auf pi. Ohne Punkt natürlich. Matcht aber eben nicht Martin, weil da ist, also
sind Buchstaben drin, genauso LWW14 wird er nicht matchen, weil wir ihm gesagt haben, nur Dora. Also sind alles Building-Blöcke, aus denen kann man dann wunderschöne, immer unverständlichere Ausdrücke bauen. Gibt es sicher eine POSIX-Entsprechung, die ich jetzt aber nicht auswendig weiß. I beg your pardon. Jetzt gibt es also den Wurscht, sprich das Sternerl. Dann gibt es auch das mindestens 1. Das ist das Plus. Das heißt 1 oder mehr. Ich brauche mindestens 1. Es können aber auch 5 sein oder 10 oder 100. Das ist das Plus. Das heißt, der einzige Unterschied in dem Fall ist, das Leerzeichen fällt jetzt hinunter zum Nein, weil wir gesagt haben, mindestens eine Ziffer. Und dann gibt es natürlich auch noch den dazwischen, das Eins oder Keins, sprich das nicht mit Markus Keins verwechseln, das Fragezeichen, das heißt, dass der vorherige Zeichen oder der vorherige Operator 0 oder einmal. Das heißt, ein Eis mit Fragezeichen heißt Ei gefolgt von einem S oder auch von keinem S. Sprich, ich matche auf Eis, ich matche auf Ei, aber ich würde nicht auf Eisbecher matchen. Eins noch und dann müsst ihr ein bisschen arbeiten. Die Anzahl. Jetzt kann ich sagen, ich kann nullmal sagen, ich kann beliebig oft sagen, ich kann mindestens einmal sagen und mit der Notation kann ich dann auch sagen, viermal, fünfmal, 256 Mal, das davor vorkommende Zeichen. Das heißt, 4 Dora heißt 4 Ziffern. Vorsicht auf, wie man 4 deutet, weil sonst wird man gleich in Tarantino-Filmen erschossen. Das heißt, ich match das oder das, aber 42 würde ich nicht matchen, weil ich gesagt habe, ich will genau 4 Ziffern haben. Klassischer Anwendungsfall, Postleitzahlen checken, Telefonnummern hübsch aufbereiten etc. Jetzt kann ich das Ganze, setzt euch her, es ist noch genug Platz überall. Es wird aufgezeichnet, also vielleicht so hereinkommen. Die zweite Option ist eben, dass ich nicht eine Zahl angebe, sondern eine zweite. Was wird das heißen? Von bis. Das heißt, mindestens 3, höchstens 6 Ziffern in dem Fall wieder. Das heißt, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 2, whatever. Aber 12, weil das nur 2 Ziffern sind, würde ja nicht matchen. Und das waren jetzt in wahrscheinlich nicht ganz 10, 15 Minuten, die wichtigsten Regex-Ausdrücke, die ihr braucht, um Sachen zu bauen und lesen zu können. Viel mehr ist es nicht. Der Rest ist schon sehr konfuser Voodoo, zu dem aber auch noch ein bisschen kommen. So, Übung. Was matcht es? Man merkt die älteren Semester. Zitat aus welchem Film? Korrekt. Gib mir einen Ping, Vasili, nur einen Ping. Ja, Ping, genau einmal. Man merkt, dass wie alt ich bin. What? Auch klar, Duran. Und ja, das war's schon. Waren es nur die? Gut. Kommen wir zu dem Problem, dass die meisten Einsteiger bei Regular Expressions dann fordert, sage ich jetzt einmal. Nicht das Cookie Monster, das ist ja an und für sich ganz lieb, aber es ist ja auch so, das stopft in sich hinein ohne Ende. Das ist greedy, das will mehr Kekse. Und genau dasselbe Problem haben wir bei Regular Expressions auch. Und da leider kann ich aus der Flasche trinken, habe ja einen Strohhalm. Das auf Kamera auch noch. Wir haben dann unsere gierigen Operatoren. Also wenn wir vorhin gesagt haben, der Sternoperator sagt beliebig oft. Das heißt aber, der meint das auch so. So lange, bis ich kein Slash D mehr finde. Wurscht. Wenn es das Letzte ist, was ich tue quasi. Ja. Das ist jetzt in dem Fall vielleicht noch nicht so praktisch, nicht so schlimm, weil da kann man sagen, ich will nur 4, dann macht man halt eine geschwungene Klammer 4. Aber was viele gerne machen, ist dann sowas. Ich möchte eigentlich nur den EM-Sektor haben.
oder was auch immer. Ne? Das kann ja in den Aref, oder das EM war halt schon kurz, irgendein ein Link-Tag oder so. Ich möchte eigentlich nur aus dem HTML-Feld den Link-Tag heraus haben oder den, eben den EM-Reg und schreiben dann sowas. Der Plus ist aber auch greedy. Das heißt, der rennt, der macht nicht da Schluss. Und dann schaut, finde ich noch eins. Finde ich weiterhin noch eins. Der rennt einmal bis zum Schluss und schaut, finde ich noch irgendwo irgendwas, wo ist, denn das letzte, wo ist quasi das letzte Spitzekammer zu und das ist erst da. Das heißt, wenn ich das auf den Text anwende, bekomme ich das zurück, obwohl ich eigentlich nur den Teil wollte, was irgendwie quasi nicht ganz im Sinne des Erfinders ist. Das Schöne ist, man kann das steuern. Man kann aus diesen gierigen oder greedy Operators nicht gierige machen. Und zwar indem man, und damit sind wir wieder bei der nächsten Verwirrung, ich verwende mein Fragezeichen, weil das haben wir ja noch gar nicht verwendet. Oder? Das heißt, wenn ich nach so einem Operator ein Fragezeichen setze und sage ich ihm, du bist jetzt non-greedy. Und damit sagt er, okay, dann mache ich halt nach der ersten Spitzenklammer Schluss, dann schaue ich nicht, ob noch was nachkommt. Passt schon. Kann man anders auch noch formulieren, aber das ist so. Also meistens, wenn man was sucht und ersetzen will und dann kommt zu viel zurück, 80-90% ist es wieder irgendein greedy Operator, der mir irgendwo hineingepfuscht hat. Man könnte jetzt statt dem Punkt Plus natürlich auch sagen, alles aus einer spitzen Klammer. Ja, also das sind so dann die. Aber Fragezeichen hinter den Operator und das ganze Ding wird non-greedy und dann funktioniert die Regex meistens. Was mich zu meinem absoluten Lieblingsthema bringt, bis hierher und nicht weiter. Ich habe jetzt schon ein paar Beispiele gebracht zum Thema HTML-Parsen. Es gibt auf Slashdot, die URL ist leider sehr klein, auf den, ich lade die Slides dann eh hoch, diesen epischen Rant eines ganz grandiosen Menschen, warum man nicht HTML machen, warum man HTML nicht mit Regular Expressions parsen sollte. Und zwar, ich spreche jetzt wirklich von Parsen. Einmal schnell einen String raussuchen, wie ich es vorhin gezeigt habe mit grep, ist nicht das Thema. Aber es wollen ja dann Leute wirklich, ich möchte das jetzt in zig Strukturen aufteilen, aufzwirbeln, auseinanderschneiden, das HTML, wieso ist das alles so mühsam und kompliziert und es funktioniert nicht. Man tut es nicht. Macht euch den Gefallen und probiert es gar nicht erst. Vertraut mir. Ja? Es endet böse. Ja? So wie in diesen ganz schlimmen Geschichten vom, es ist nicht gut. Warum? Ein bisschen wieder Ausflug theoretische Informatik. Es gibt sogenannte Chomsky-Hierarchien, Typ 2, Typ 3. Regular Expressions sind Typ 3, kontextfreie Grammatiken sind Typ 2. Alle Programmiersprachen, alles was irgendwie nach XML, HTML aussieht, sprich Atom, RSS etc., ist alles Typ 2. Das kann man mit einem Tool für Typ 3 nicht parsen. Geht nicht. Also, könnt ihr es probieren, aber es wird nicht funktionieren. Ihr braucht für die Dinger ordentliche Parser. Ja? Nein. Die Frage war, ob es leicht zu erklären ist, wo der Unterschied ist. Nein, nein. Es ist, meine Informatikzeiten sind 20 Jahre her. Ich habe es mir noch mal angeschaut, ob ich es vertiefen. Gebt das in Google ein, schaut das auf Wikipedia, lest es nach. Es ist hochinteressant, es ist super spannend, aber das ist nichts, was ich jetzt in dem Talk auf zwei Sätze runterkochen könnte. Dafür bin ich nicht gut genug. Das Schöne ist, es gibt ja diese wunderbare Seite Stack Overflow, wo man Programmierfragen stellen kann und da fragen dann immer wieder Leute, aber das muss doch gehen und kann man nicht und doch. Und da hat dann einer mal dieses wunderbare Beispiel, das ist valides HTML. Ich glaube nicht, dass man das irgendwie sauber mit einer Regex hinkriegt. Also, dass wir es. Ist aber, also da, wir haben da ein bisschen Anführungszeichen in Anführungszeichen, sondern in Spitzenklammern, drinnen und dann noch einmal Spitzenklammern und. Nein, der Browser schluckt viel mehr. Die sind ja. Das ist sogar Validator. Also. Angst, nein. Also, wie gesagt, das war einer der Punkte, die ich euch mitgeben wollte.
schnell mal einen Link oder irgendeinen Text rausgräben, ja, super, fein. Ja. Alles, was irgendwie Spitzenklammern weg ist, alle Spitzenklammern rausschmeißen, so irgendwie, ja, aber bitte nicht mehr. Nehmt euch einen ordentlichen HTML-Parser oder XML-Parser, arbeitet mit dem, erspart euch eine Menge Scherereien. So. Eine kurze Pause für mich zum Durchschnaufen. Ich schraube nur immer zu, weil einmal ist mir das so halb über den Laptop und war nicht schön. Es gibt eine ganze Menge an vordefinierten Zeichenklassen. Slash D, slash W, slash S haben wir schon gehabt. Slash H, slash V sind dann schon aus der Kategorie, das muss nicht mehr überall funktionieren. Das sind so Dinge, die auch jetzt erst bei Perl 6 zum Teil dazukommen. Wie gesagt, im Zweifelsfall auf der, was immer ihr verwendet, welches Tool oder welche Programmiersprache, gibt es normalerweise eine Manual-Seite, wo drauf steht, was das Ding alles kann. Mit dem, was ich euch vorhin gezeigt habe, könnt ihr im Normalfall 80-90% erschlagen, was ihr braucht. Es geht aber, wie gesagt, ein bisschen schriller. Wie ich schon erwähnt habe, es sollten theoretisch alle Unicode können, es sollten theoretisch alle mit, zumindest einmal mit Umlauten und was in Europa so an Sonderzeichen herumfliegt, umgehen können. Es geht aber dann zum Teil so weit, es gehen zum Teil dann die Emojis, indem man eben mit den UTF, mit den Unicode Character Sets anfängt herumzuspielen oder eben eine Range von Unicode 4 Stacks nach Unicode 5 Blocks. Das geht mit JavaScript und Perl alles schon relativ schön, wenn man weiß, was man tut. Ja. Der Punkt eigentlich der Slide ist der, ich würde mich nicht hundertprozentig darauf verlassen, dass Umlaute und so weiter immer funktionieren. Ich würde das auf jeden Fall einmal kurz vorher testen, ob es eh tut. Das ist einfach mein, ich fange da von BSD, von irgendeiner BSD-Variante zu Linux, zu Windows, zu Mac. Und irgendwas ist immer mit den Umlauten. Ja, dann eine PostgreSQL-Datenbank und eine MySQL, dann vielleicht noch in der MS-SQL und der DB2 dazu und die Umlaute fliegen einem um die Ohren. Es ist ein fürchterliches Thema. Im Zweifelsfall bitte immer einmal kurz durchtesten, ob das Ding eh, das was reinkommt, so gelesen wird. Hurra! Jetzt seid ihr auf dem Level. Also wir haben jetzt schon relativ viel, wie gesagt, abgehandelt. Jetzt kommen wir schon zu den, sage ich mal, esoterischeren Geschichten, zu den ein bisschen obskureren Dingen. Rückwärtsreferenzierung. Ein Side-Effekt von den runden Klammern ist der, dass man bei den meisten Regular Expression Engines diese Klammer, das, was in der Klammer steht, beziehungsweise das, was in der Klammer gematcht wird, dann als auch Wert in einer Variablen zur Verfügung steht in irgendeiner Form. Das heißt, in dem Fall hier oben, meine 4- bis 5-stellige Ziffer steht mir in einer Variable $1 zum Beispiel zur Verfügung und die zweite Ziffer, die er nach dem Blank gefunden hat, steht mir in einer Variablen $2 zur Verfügung oder /2. Das kommt dann eben auf, da sind wir wieder beim Thema variiert zwischen den Implementierungen. Ist aber extrem praktisch, weil ich kann dann zum Beispiel in einem Apache Rewrite wohl sagen, alles, was ich da gefunden habe, schreibe ich quasi meine URL um von dem alten Wert auf den neuen Wert. Das heißt, ich kann auf das Gefundene referenzieren. Sehr, sehr praktisch. Funktioniert aber, und da sind wir wieder bei dem, ich zeige es, aber tut es nicht. Ich kann sagen, okay, ich möchte alles, was da vorne in dem Tag drinnen steht, mehr oder weniger, gefolgt von irgendeinem Text, gefolgt von, der Slash ist normal, den müsste man eigentlich auch escapen, aber nicht so, gefolgt von quasi dem Closing Tag, und zwar den ich da vorne gefunden habe. Ob das jetzt ein Div, ein Span, ein A, ein was auch immer war, da verwende ich dann meine Backreference, in dem Fall eben mit Slash 1, hängt vom Tool ab. Beispiel, nicht machen. Beispiel, HTML-Parser verwenden.
Das kann man auch ausschalten. Also wenn man sagen will, ich möchte jetzt eine Gruppierung haben, aber ich möchte das nicht in einer $1, $2, $3, $4, $5 Variablen drinnen haben, mit der leicht zu merkenden Syntax, runde Klammer auf, Fragezeichen Dollar, Fragezeichen Doppelpunkt, kann man das ausschalten. Also, ja. Weil manche Regular Expression Engines nur eine beschränkte Anzahl an Rückwärtsreferenzierungen erlauben. Genau. Ja, also das ist immer nur für die Klammer. Also Klammer auf, Fragezeichen, Doppelpunkt, für die Klammer ausgeschaltet, nicht für die ganze Regex. Weil sonst einfach zum Teil zu viel wird. So, jetzt kommen wir zu den Mindbändern. Positive Look Ahead Assertion. Schönes Wort. In dem Fall slash s, Whitespace, Leerzeichen, Tab, whatever, finde mir alles, was ein Leerzeichen ist, und dann habe ich hier dieses Fragezeichen ist gleich, gefolgt von einem Euro, gefolgt vom String Euro für Euro. Das heißt, okay, was er macht ist, habe ich ein Leerzeichen, ja, dann schaut er mal nach, was kommt noch her. Und schaut, matcht es, wenn nein, dann macht er weiter mit der nächsten Suche oder sagt, nicht gefunden. Also ist so, er schaut, man muss es immer so, wie das String gelesen wird, so ist auch immer Look Ahead oder Look Back. In dem Fall Look Ahead, schaut er vor, okay, ich habe da jetzt ein Leerzeichen, aber kommt da jetzt auch das Richtige danach oder kann ich das gleich ignorieren und weitermachen? Es werden nur die Leerzeichen gefunden, die vor. Er hat wiederholt, was da steht. Nein, so war es nicht gemeint. Wenn es ein Positive Look Ahead gibt, gibt es natürlich auch ein Negative Look Ahead. In dem Fall habe ich. Ja, klar, gerne. Der Match wäre nur der Whitespace, ja? Ja. Genau. Danke, den Punkt habe ich vielleicht nicht so klar und deutlich. Der Punkt ist der, gematcht wird dann nur der Whitespace. Er schaut zwar nach, kommt nach dem Whitespace der Euro, aber den Match bekomme ich nur zurück auf den Whitespace. Und wenn ich jetzt ein Ersetzen mache, dann könnte ich also vor dem Leerzeichen, statt dem Leerzeichen dann, ich weiß nicht, ein Yen-Zeichen oder ein Pfund-Zeichen oder was, oder Cent oder sonst irgendwas hinschreiben. Also der Match ist dann wirklich. Der Euro bleibt dann nachher weiter da, genau. Und danke, Gott sei Dank habe ich vernünftiges Publikum. Das Ganze gibt es noch als negativen Look-Ahead-Assertion, sprich Sport, aber nur wenn nachher nicht Verein kommt. Das würde dann eben matchen. Sportreporter, und wenn ich wieder Suchen ersetzen mache, könnte ich dann den Sportreporter durch einen Politikreporter ersetzen, weil der Reporter bleibt quasi stehen. Man würde wahrscheinlich keinen Unterschied merken, aber sprich, auch wieder so zu lesen, finde Sport, wenn nicht gefolgt von Verein. Wenn es jetzt Look Forward gibt, gibt es natürlich auch ein Look Behind, sprich, finde mir eine oder mehrere Ziffern, vor denen der String Euros steht. Jetzt habe ich meine Ziffern gefunden, was ist eigentlich davor gestanden? Und gematcht wird aber wieder nur die Ziffer. Die Ziffer, Ziffer, Klammer auf N, Klammer zu. Eine oder mehrere. Nur bis zum Punkt. Die Frage war, was passiert ist, wenn es eine Dezimalzahl mit Punkt oder Komma ist. Nur bis zum Punkt. Punkt D ist 0 bis 9. Nicht mehr. Ich müsste eine Klasse bauen, wo ich slash D, Punkt und Beistrich oder je nachdem, ob ich amerikanische oder deutsche Notation bin. Da sind wir dann in einer wunderbaren Welt der Regular Expressions in Multilingual Environments. Bitte. Ja, beim Thema Encoding waren wir schon da. Wie gesagt, testen im Zweifelsfall vorher, ob es matcht oder nicht.
Okay, den haben wir. Wenn es positiv gibt, natürlich auch wieder negativ. Alles, jeden Verein, solange davor nicht Sport steht. Haben wir auch wieder. So, ich habe noch 9 Minuten, das geht sich gerade aus. Also da sind wir schon, also da wird es dann schon so, wenn man sowas findet in einer Regex, ist dann der Moment, wo man sich überlegt, will ich eigentlich noch wissen, was da passiert, oder sagen wir einfach ja. Also, bei mir ist es immer so, wenn ich eine Zeit lang nichts mit Regular Expressions gemacht habe, ist die erste dann immer sehr hart zum Entziffern. Es ist eine Übung, es ist viel Übungssache dabei. Aber wenn man es einmal, hat, ist es super. So. das ist jetzt etwas, das ich konnte es mir nicht verkneifen, das habe ich mir aus Perl geholt, das gibt es seit Perl 5, ist ein sogenannter bedingter Ausdruck. Wenn es einen geöffneten A-Tag gibt, dann muss es auch, dann muss auch der schließende A-Tag gematcht werden. Und der Fu passiert hier, die Magie passiert hier. Auch aus dem Kapitel, warum man HTML nicht matchen möchte, weil da gibt es dann noch, und wenn da jetzt noch ein Blank steht, dann funktioniert das alles schon nicht mehr. Und wie gesagt, das ist ein Beispiel. Ich gehe es langsam durch, damit es vielleicht ein bisschen klarer wird. Ich matche mir mal meinen A-Tag, meinen Link-Tag. Das ist A gefolgt von, am Whitespace gefolgt von irgendwas, und irgendwann geht die Klammer wieder zu. Das ist quasi der Teil der Regular Expressions. Fragezeichen heißt, einmal oder keinmal. Wir hoffen, also im Zweifel, im Normalfall soll es einmal matchen. Dann haben wir ein Image-Tag, das heißt, wir wollen einen Link. Ein Link-Tag, in dem Link-Tag soll ein Image-Tag drinnen sein. Auch wieder Blank gefolgt von irgendwas und dann am Schluss die spitze Klammer zu. So, und jetzt sind wir bei einem Casus Knackus. Das sagt nämlich, wir haben hier eine Back-Reference, slash 1. Meine Back-Reference war die erste Klammer, das war der A-Tag. Das heißt, wenn ich einen A-Tag gefunden habe, dann suche mir auch noch nach dem A. Das ist quasi ein If sozusagen, dieses Ding da. Wenn ich da was gefunden habe, dann suche mir das. Also das ist einmal, wenn ich das in einem Code finde, so, ja, kann man das irgendwie umschreiben, kann man lesbarer? Also das verlange ich von niemandem, dass er das so voll oder roh hinschreibt. Ja. Aber das sind dann so die Menschen. Das war so im Prinzip meine Tour de Force. Ich habe da halt noch einmal ein paar Beispiele hineingeschrieben. Es ist nicht so schwierig, wie es aussieht. Ihr habt es gesehen, ich habe am Anfang ein paar Befehle, mit denen kommt man im Normalfall durch. Das, was ich jetzt am Ende gezeigt habe mit den Forward- und Backward-Assertions, ja, natürlich geht es, es ist super, und es ist auch super schnell, aber wenn ihr nur wissen wollt, ob ein String in einem anderen String vorkommt, nehmt ein str-pos oder ein str-instr oder was auch immer, das ist schneller als eine Regular Expression. Aber in dem Moment, wo es ein bisschen komplexer wird, seid ihr mit der Regular Expression auf jeden Fall schneller, als wenn ihr es händisch ausprogrammiert oder anfangt. If in str, then str pos plus 1 und von dort dann weitersuchen, investiert die halbe Stunde in die Regular Expression, dann werdet ihr glücklicher werden. Weiter, das ist ein Buch, das ich habe alle 3 Auflagen zu Hause stehen. Lest es, lernt es, lebt danach. Es hat den Ruf, Perl-zentrisch zu sein. Es ist Perl drin, es ist Java drin, es ist Microsoft drin, es ist Java habe ich schon gesagt, PHP drinnen. Es ist wirklich gut, der Friedl hat auch einen Blog. Wenn ihr ein Buch lest zum Thema Regular Expression oder wenn ihr was investieren wollt, dieses Buch. Ich habe da noch ein paar Links hineingepackt. Und wem heute noch Fahrt ist, was ich empfehlen kann, wer das jetzt, was er heute vielleicht doch gelernt hat, hoffentlich, vielleicht. Regex Golf. Mit wie vielen Zeichen kann ich,
ich habe eine Liste an Strings, die ich matchen muss und eine Liste an Strings, die ich nicht matchen darf. Wie kurz kann die Regular Expression sein, damit diese Bedingungen erfüllt sind? Das sind immer so 20 Strings, die ich matchen muss, 20 Strings, die ich nicht matchen muss. Und er zeigt dir genau an, die matchst du schon, die matchst du noch nicht, die matchst du schon, die matchst, obwohl du sie nicht matchen darfst. Also wie kurz kannst du die Regular Expression schreiben, damit sie korrekt ist? Und das Ganze geht über 50 Level oder so irgendwie. Also wenn man die erste gelöst hat, kriegt man Punkte und kann sein Regular Expression Wissen ausprobieren. Sehr, sehr empfehlenswert, sehr, sehr lustig. Kommt bei mir gleich nach Flappy Bird und 2048. Ja, ansonsten sage ich einmal danke, viel Spaß mit Regular Expressions. Wir haben noch 3,5 Minuten für Fragen, wenn es einfache sind. Ich habe alle erschlagen. Es ist niemand eingeschlafen, ich habe keinen Kopf auf die Tischplatte gehört. Bitte. Er fängt sehr, 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 danke, ja, ist einsteigergerecht. Wenn man sich dafür, ja, super, danke, ja. An sowas denke ich gar nicht mehr, dankeschön. Sonst Anmerkungen, Fragen? Ich will heraus und brauche ein Bier oder was Stärkeres nach dem. Bitte. Bitte. Ja, also, ja, also die meisten Regular Expression, die Anmerkung war, die meisten Regular Expression Engines sind stärker als das, was nach der theoretischen Informatik und nach der Definition Regular Expressions sind und können. Aber da sind wir wieder beim Thema, soll man HTML etc. parsen. Es geht mehr, als man glauben mag, aber don't go there. Und wie gesagt, wer sich für die Theorie interessiert, nachlesen. Ich habe, glaube ich, auch ein, zwei Links hineingepackt. Ist hochinteressant, ist irrsinnig schön. Ist auch zu verstehen, wenn man ein bisschen Zeit investiert. Ich hatte die Zeit leider nicht und es hat auch vom Zeitlichen jetzt hier nicht hineingepasst. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen was gelernt. Schönen Abend noch. Ich bin sicher noch ein bisschen da, falls es doch noch Fragen gibt. Ansonsten holt euch ein Bier. Schönen Abend noch. Dankeschön. Applaus